Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums & Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert. Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen zur 44. Ausgabe, eine Schnapszahl des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums & Percussion Magazins und von Sticks.de, powered by Drums & Percussion. Mein Name ist Timo Ickenroth und ein super gut gelaunter, heute mal wieder frisch rasierter und auch geföhnter und, wie ich auch aus internen Kreisen weiß, frisch gewogener Dirk Brandt sitzt mir gegenüber in seinem sonnenlicht durchflutenden Loft. Hallo Dirk. In meinem Loft, alter Schwede. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Einfach einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Man weiß es ja nicht. Und von daher, ja, frisch geföhnt, stimmt nicht so, rasiert. Na, könnte besser gehen, aber sieht bei dir auch nicht so richtig aus, weil wir sehen uns ja über Skype gerade und der sieht, oben ist frisch rasiert, im Kopf nicht. Ja, aber ich hab einen Grund dafür. Ach so, soll ich die Story kurz raushauen? Hast du eine neue Band und musst jetzt den Bad Boy ja, Look machen? Ja, ich habe jetzt eine Black Metal Band. Jawohl, endlich kommst du auf den Aber Geschmack. Ich spiele nur Single-Pedal natürlich in der Band. Nein, natürlich nicht. Die wahre Story ist, ich war ja im Sommerurlaub mit der Family. Okay. Und mein Sohn hatte in dem Urlaub Geburtstag und wir haben ihm geschenkt einen Aquapark, also ne, hier so ein Aquaparkbesuch mit ganz tollen Rutschen und wir sind die gefährlichsten Rutschen runter. Die gefährlichste hieß Kamikaze, ich glaube, das sagt schon alles. Okay. Alles kein Problem. Dann dachten wir, komm, wir rutschen mal zu zweit diese einfache Popelrutsche runter. Und das war der Fehler. Ich meine, ich muss jetzt so sagen, also wenn jetzt Rechtsanwälte zuhören, man durfte zu zweit runter. Ja, es war sich verboten. Also mein Sohn sitzt vor mir, ich sitze dahinter auf so einer Matte, wir rutschen runter, alles ist noch cool. Keiner von uns beiden natürlich mit dem Wassereintritt gerechnet und damit einer abrupten Abbremsung der Matte. Was zur Folge hatte, dass mein Sohn sich nicht mehr unter Kontrolle hatte und volle Möhre seinen Hinterkopf auf mein Kinn geschlagen hat. Au! Ich geblutet habe, als wäre ich gerade von der Schlachtbank frisch gekommen. Und alles ins Wasser. Und ja, natürlich auch ein bisschen ins Wasser. Es war blutrot, wie bei der Weiße Hai. Nein, nicht ganz so. Also ich meine, es hat schon ordentlich geblutet. Ich habe direkt die Hand vorgehalten, weil ich habe eigentlich schon direkt gecheckt, was passiert ist. Dann Erstversorgung in diesem Aquapark. Und dann meinten die, ja, lassen Sie mal besser in der Ambulanz nähen. Ach. Dann ab in die Ambulanz, mit 5 Stichen genäht worden noch. Der Tag war noch nicht mal gesehen durch den Bart. Der Tag war natürlich gelaufen. Heißt aber auch, hat geheißen, ich durfte nicht mehr ins Wasser für 8 Tage. Nee. Doch, und zwar mittendrin im Urlaub, also kein Wasser mehr, keine Wasserberührung. Natürlich nicht rasieren, logischerweise auch. Ne? Und die Fäden habe ich vorgestern gezogen bekommen und der Arzt meinte auch nochmal, warten Sie nochmal 5 Tage mit der Rasur, bis es wirklich komplett verheilt ist. Und deswegen sehe ich jetzt etwas bärtig aus. Ich genau, gehe ich schon Richtung Gandalf, finde ich. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt noch hier so ein Zipfelchen unten hast, Hammer. Ja, ne? Ich bin, ey, Alter. Aber ich meine, ich kann alles tragen, von daher. Du kannst alles tragen. So, mein lieber Timo, was haben wir denn heute als Rundown? Heute haben wir, wie üblich, einen News-Teil im Angebot. Leider ist eine Schweizer Drum-Ikone verstorben, der wir natürlich auch entsprechend würdigen möchten. Wir haben im Report den Gerald Stütz. Im Gearcheck sprechen wir über ein paar Istanbul-Mehmet-Becken. Wir haben eine Hörerfrage und wie immer gibt's die Empfehlung der Woche.
Timo, du hast ja eben schon gesagt, es sind so einige News am Start diesmal. Womit geht's denn los? Wo können wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf die Reise nehmen oder besser auf die Reise schicken? Welche Sachen sollten sie besuchen? Wenn ihr kurz entschlossen seid, denn heute, der Podcast kommt heute sehr wahrscheinlich am 9. September raus. An diesem Wochenende, also am Wochenende vom 10. und 11. September, gibt es in Flensburg einen zweitägigen Workshop, und zwar das Drum and Bass Camp Sankelmark. Nach viermaliger Corona-bedingter Verschiebung heißt euch dort einerseits der Lars Lehmann am Bass willkommen, den wir ja auch schon hier im Podcast-Interview hatten, und der Schlagzeuger Momme Bohe ist für die Drum-Fraktion dort zuständig. Und die beiden vermitteln dort Wissenswertes über ihre Instrumente und vor allem natürlich über das bandtaugliche Zusammenspiel von Bass und Schlagzeug. Die Gebühr beträgt pro Person mit Übernachtung und Mahlzeiten im Einzelzimmer 140 Euro. Im Zweibettzimmer kommt ihr 6 Euro günstiger mit 134 Euro weg. Ohne Übernachtung und Frühstück, also wer aus der Gegend kommt oder Selbstversorger sein möchte, den kostet das Ganze schlanke 104 Euro. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Momme, geiler Typ, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in der Nähe seid oder aus der Nähe kommt. Und ja, zu Lars Lehmann braucht man auch nicht sagen. Wird bestimmt ein sehr, sehr kreativer Workshop und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß. Etwas weiter in der Zukunft, aber nicht allzu weit in der Zukunft, liegt dann mal wieder, muss man schon sagen, das Drummer-Meeting in Salzgitter. Und zwar vom 30.09. bis 3.10. sind in Salzgitter einige nationale wie internationale Top-Drummerinnen am Start. Einige wenige freie Plätze für Teilnehmer gibt es aktuell noch. Und im diesjährigen Line-Up von Salzgitter sind Adam Deitsch, Klaus Hessler, Richard Spaven, Martina Barakoska, Bertram Engel, Thomas Louis Ludwig, Olli Rubo, Ben Flor, Michael Küttner und Dirk Erchinger. Also das sind schon ein paar fette Namen dabei. Mega-Line-Up, also unbedingt hingehen. Ich bin ja sonst auch oft dabei und bin dies Jahr verhindert, weil ich selber noch mit Access unterwegs bin. Also es ist ein Mega-Line-Up. Also Adam Deitch würde ich gerne mal echt live sehen. Louis ist natürlich auch der Knaller, Richard Spaven. Ja, also wie gesagt, unbedingte Empfehlung von mir, unbedingt hingehen. Ist ein tolles, mega Line-Up. Also wer hingehen, ja. Und wer nicht persönlich nach Salzgitter kommen kann oder mag, warum soll man nicht nach Salzgitter mögen, ne? Das ist eine komische Frage. Ist immer eine Reise wert. Auf jeden Fall. Der kann zu einem günstigen Tarif sogar online teilnehmen. Das sogenannte Full-Ticket ist ab 129 Euro erhältlich, das ist nicht nur ein Schnapper, das ist eigentlich schon, wie soll ich sagen, Rampenverkauf. Und wer ausschließlich am Online-Unterricht teilnehmen möchte, für den kostet ein Full-Ticket sagenhafte 55 Euro. Ja. Also, das ist ein Schnapper. Wie machen die Preise? Also, Salzgitter ist noch außerhalb der Welt der Inflation, würde ich sagen. Und die haben irgendwie eine eigene Gasversorgung. Hammer. Also, Wahnsinnspreise für das Line-Up. Also, da kommt man nicht mehr günstiger dran. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.drummermeeting.com. Natürlich findet ihr auch diesen Link in den Shownotes. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt, leider haben wir auch wieder einen Todesfall in der Schlagzeugerszene zu beklagen. Und zwar ist am 22. August mit 74 Jahren nach schwerer Krankheit, aber dennoch plötzlich unerwartet, die Schweizer Drum-Ikone Freddy Studer gestorben. Freddy war ein Grenzgänger und ein Drum-Pionier. Er war Autodidakt, 1948 in Luzern in der schönen Schweiz geboren. Dort lebte er auch bis zu seinem Tode. Seine Spielerfahrungen sind so vielseitig wie seine Freelance-Aktivitäten. Er spielte mit namhaften Jazzvertretern wie US-Gitarrist John Abercrombie, Saxophonist John Zorn. Und er erhielt im Laufe seiner Karriere etliche Auszeichnungen, 2003 zum Beispiel den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern. Er konzertierte mit verschiedenen Bands und Projekten weltweit, zuletzt mit Fall Fatal, im Jimi Hendrix-Projekt mit Christy Doran, Erika Stucki und Tommy Jordi, sowie mit der legendären Schweizer Band Ohm. Zudem spielte er im Percussion-Trio mit den Jazz-Avantgardisten Robin Schulkowski und Joey Baron, sowie mit Jaspert van Hoof.
Lange Jahre warst du da in der Sound Development Abteilung der Schweizer Beckenfirma Peisse tätig und gehörte auch in diesem Belang zu den Urgesteinen der Szene. Also leider ein großer wieder von uns gegangen. Dirk, hast du Berührungspunkte zu Freddy? Nein, also ich habe ihn leider nie kennenlernen dürfen. Der Name sagt mir natürlich seit vielen Jahren was, besonders weil er halt auch zusammengearbeitet hat mit Pierre Favre, David Friedman, Jack DeJohnette, dann auch hier mit Rainer Brünninghaus, Marco Stockhausen, also in dieser Avantgarde-Szene. Und er war wirklich dafür begangen, was du eben schon gesagt hast, auch so ein Grenzgänger wieder, der Rock-Elemente mit Free-Jazz-Elementen oder Avantgarde-Elementen verbunden hat. Und ich glaube, das war das Interessante, was ihn so ausmachte oder sein Spiel so besonders halt. Weil die Liste, mit der er gearbeitet hat, ist natürlich unfassbar. Wo ich mich noch dran erinnern kann, ich durfte einige Konzerte mit dem Saxophonisten Charlie Mariano spielen, mit dem er ja auch getrommelt hat. Und Charlie hat immer so ein paar Anekdoten über ihn dann erzählt. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend, weil er ist wirklich so ein... Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht dem Avantgarde so zugetragen. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich brauche irgendein Thema oder irgendwas, an was ich mich festhalten kann. Aber ich fand das schon sehr, sehr interessant. Und ich glaube, ein sehr, sehr untriebiger Schlagzeuger und der einfach auch unheimlich präsent war auf der ganzen Welt, weil er hat mit so vielen Leuten ja zusammengearbeitet. Das ist schon der Knaller. Und was ich wieder bemerkenswert finde, ist, diese Generation, also war ja 74, ich glaube, diese Generation war immer, oder kommt mir so vor, das waren oft Grenzgänger zwischen Jazz, Avantgarde und Rock. Ich meine, ich habe eben das Jimi Hendrix-Projekt von ihm erwähnt. Ja. Also, das ist eine Generation, die hat gar nicht unterschieden, glaube ich, großartig zwischen das ist jetzt dieses. Heute unterscheiden wir viel mehr. Du bist Jazz-Trommler, genau. Du bist Rock-Schlagzeuger, du machst Metal. Diese Schubladendenken, genau. Dieses Schubladendenken ist heute viel extremer als die Generation, aus der der Freddy kommt. Ja. Und von daher finde ich es sehr bemerkenswert, wie er das alles unter einen Hut gebracht hat. Und sollte man auf jeden Fall sich mal näher mit beschäftigen. Mal wieder einer, den ich zumindest erst zu spät für mich entdecke. Wer sich ein bisschen mehr mit Freddy beschäftigen möchte, im Archiv der Drums & Percussion gibt es 2 Interviews, die man da nachlesen kann. Erinnert euch bitte daran, alles jetzt auf sticks.de. Für Abonnentinnen und Abonnenten ist das Archiv komplett kostenfrei. Und zwar ist einmal erschienen in der Ausgabe 6 2007 ein Interview mit der Überschrift Der Grenzgänger in der Drums & Percussion damals. Und etwas neuer, und zwar relativ neu, vor 4 Jahren, 2018, erschien das Interview Der achte Dan. Einfach so ein bisschen augenzwinkernd, weil Freddy auch ein ganz, ganz leidenschaftlicher Karate Kämpfer, kann man kein Kämpfer sagen, Karateka, wie heißt das, wenn man Karate macht? Oh mein Gott, wie peinlich. Dirk, du hast doch Kampfsport auch mal betrieben, wie nennt man ja, die? Ja, absolut. Ja, einfach hat sich im Martial Arts bewegt, in den Kreisen. Du machst die aber ziemlich einfach gerade, ne? Ja, ne? Er hat Kampfsport betrieben. Okay, also deswegen leicht die augenzwinkernde Überschrift Der achte Dan, erschien wie gesagt in Ausgabe 6 2018 nachzulesen im Drums & Percussion Archiv. Kommen wir zu den positiven Dingen. Wir möchten wieder jemanden zum Geburtstag gratulieren, aber wir können nur gratulieren, und das ist das Traurige, wenn der Dirk denjenigen oder diejenige errät. Ja, ey. Also streng dich an. Streng dich an. Ich habe es heute extra einfach gemacht. Ah, ja, beim letzten Mal auch schon. Bist du bereit? Ja. Okay. Ich schlüpfe wie immer in die Rolle des oder derjenigen. Okay? Ja. Und wir legen los. Geboren wurde ich vor 46 Jahren am 10. September. In Internet-Drummer-Foren werde ich als Groovesau gefeiert. Mit 5 Jahren habe ich angefangen, Musik zu machen. Zunächst mit Akkordeon, bevor ich dann mit 10 Jahren ans Schlagzeug wechselte. Ich hatte Unterricht an der Future Music School in Augsburg, unter anderem bei Klaus Hessler, Dieter Steinmann und Chris Maldener. Mittlerweile bin ich einer der meistbeschäftigsten Drummer in Deutschland und arbeite die letzten 20 Jahre mit unzähligen Acts sowohl live als auch im Studio zusammen. Yamaha und Sabian zählen zu meinen Endorsement-Partnern.
Zu den unzähligen Acts, mit denen ich spielen durfte, zählen unter anderem Edo Zanki, Vicky Leandros, Kosho, King Kamea Club Band, Rüdiger Baldauf, Dania König, Xaver Fischer, Julia Neigel, Marius Goldhammer, Waterproof, Cassandra Steen, Glashaus, Gregor Meile, Christina Stürmer, Andreas Borani. Nein? Sarah Connor, Die Prinzen, Pur, Yvonne Katterfeld und Xavier Naidoo. Rainer Kallas. Nein? Hä? Mein Vater ist übrigens italienischer Gastarbeiter gewesen und spricht noch heute. Mario Garuccio. Richtig! Mario! Geiler Trommler. Leider nie so richtig persönlich kennengelernt. Geiler Typ. Mario Garuccio, so wird's auf Garuccio. So habe ich es mir von Google Übersetzer aussprechen lassen. Garuccio. Aber wir sind schon zwei Italiener, wir beide. Ne? Wird 46 Jahre alt, also am 10. September, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich dann morgen. Vorab gratulieren ist unhöflich, aber wir wollen es natürlich dann in Gedenken halten. Ja, vor allem bekannt geworden natürlich über die Fernsehsendung Sing Mein Song auf Sing Vox. Song, ja, seit genau. 2014 ist er dort der Schlagzeuger und die haben ja unzählige Staffeln mittlerweile gemacht. Wahnsinn. Krass. Wirklich. Tierischer Groove-Trommler. Ja, und ich war dann da völlig, ja, ich wollte einfach mal einen Namen reinwerfen. Ich wollte einfach mal so einen Namen da reinwerfen. Boah, ja gut, du hast aber einen Namen reingeworfen, die hätten es natürlich auch erstmal sein können, ne? Ja, ich bin jetzt mehr von den Ex ausgegangen, wo man gespielt hat irgendwie. Ja, stimmt. Nein, sehr schön. Krasser Typ. Trommler. Auch hier mega. Zwei Interview-Tipps, die ihr nachlesen könnt. Und zwar diesmal nicht im Drums & Percussion-Archiv, sondern im Sticks-Archiv. Was ihr natürlich auch auf sticks.de finden könnt. Und zwar einerseits erschien in Ausgabe 7 2005, das war damals ein Szenespot, also lange Zeit bevor er wirklich den Durchbruch hatte auf Vox mit Sing Mein Song. Da hat die Sticks schon an ihn gedacht. Und dann anlässlich quasi des Einstiegs in der Fernsehshow dann 2014, Ausgabe 9, im Interview Mario, die Überschrift da, der Schlagzeuger für die Musik. Also unbedingt nachlesen, auschecken. Und ich meine, wahrscheinlich habt ihr dort draußen alle schon mal spielen gesehen. Absolut garantiert wäre sowas, ja. Denn garantiert. Man kommt an ihm einfach nicht vorbei. Also, jetzt doch vorab, Happy Birthday, alles Gute zum 46. Happy B-Day. In unserem Szene-Report haben wir, ähnlich wie Freddy Studer, einen Grenzgänger. Und zwar einen Grenzgänger, diesmal aber zwischen der klassischen Orchestermusik und dem Jazz. Und wir reden hier von Gerald Stütz. Gerald Stütz, Jahrgang 1965, ist seit 1992 fest angestellt beim Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Mainz und frönt ansonsten dem Jazz. Er hatte unter anderem Schlagzeugunterricht bei Joe Morello, Charlie Antolini und Jim Chapin. Sein Musikstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln hat er sich über Jazz und Tanzmusik finanziert. Man muss dabei natürlich ausdrücklich sagen, er hat klassisches Schlagwerk studiert und nicht Jazz-Schlagzeug. Ja, und der Dirk war so nett und hat den Gerald mal ein paar Fragen gestellt, die er uns natürlich auch in bester Laune beantwortet. Dirk, kannst du nur was über den Gerald sagen, über das Interview? Wie bist du eigentlich auf den Gerald gekommen? Gerald und ich, wir kennen uns schon ziemlich, ziemlich lange. Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen aus den Augen verloren, aber niemals aus dem Sinn. Hauptsächlich von den ganzen Musikmessen von früher. Da hat man ja wirklich noch viel miteinander abgehangen. Er war viel für Bosphorus unterwegs, hat für Wahan, mit Willi Wahan, ein guter Kumpel. Und dann hat er mal, was mich sehr berührt hat, Trommeln gegen Krebs gemacht, da ich ja selber auch damit zu kämpfen hatte. Also das waren viele Sachen, wo ich, wo wir immer wieder Berührungspunkte hatten. Von daher, wie gesagt, ein ganz, ganz lieber Zeitgenosse, ein toller Trommler und besonders jemand, der sich viel mit der Technik auseinandergesetzt hat. Und das ist mir so wieder in den Sinn gekommen und auch gerade
denke ich mal, auch für die ganzen klassischen Schlagwerke, weil klassische Schlagwerk ist so anders als Popdrumming. Und darüber habe ich ihm einfach mal einige Fragen gestellt und ich freue mich riesig, dass der Gerald bereit dazu war, uns da Rede und Antwort zu stehen. Und da hören wir doch am besten jetzt mal rein. Hallo Gerald, du wirst vielen unserer jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht gar nicht so bekannt sein. Erzähl uns doch bitte mal ein bisschen über deinen musikalischen Werdegang. Ja, herzlichen Dank, dass ich von euch eingeladen wurde zu diesem Podcast. Ja, mein Name ist Gerald, ich bin Jahrgang 1965, bin also inzwischen 57 Jahre alt, habe Schlagzeug studiert in Mainz am Konservatorium sowie an der Staatlichen Hochschule für Musik Köln, hatte Privatunterricht bei vielen Leuten, bei Charlie Antolini in München oder bei Joe Morello in New York. Und ja, ich habe seit frühester Zeit, seit 1980, als ich 15 war, in Tanzbands gespielt. Das heißt, es waren früher wirklich Tanzbands. Wir haben Tanzmusikveranstaltungen gespielt, so wie irgendwelche Wettbewerbe oder aber auch bei Fastnacht Maskenbälle, Sitzungen und andere Gelegenheiten mit einer Band. Wir waren 8 oder 9 Leute und ja, hab, wie gesagt, Musik studiert in Mainz und in Köln und nebenbei auch viel Jazz gespielt. Bin aber dann mehr so in die klassische Orchesterschiene gegangen, habe dann natürlich sehr viel geübt dafür und verschiedene Probespiele gemacht, habe dann das Probespiel in Mainz gewonnen als Schlagzeuger. Ja, seitdem bin ich in Mainz seit 1992 und ja, das ist das, was ich so bisher gemacht habe. Und ja, natürlich muss ich noch dazu sagen, ich habe noch viel auf der Musikmesse gespielt für bestimmten Eckenfirmen oder für Stockfirmen oder auch auf der Agora Stage alleine oder zusammen mit meinem lieben Kollegen Wolfgang Rockenkamp zusammen. Und das war immer sehr viel Freude und das werde ich ein bisschen vermissen, wenn die Messe leider nicht mehr stattfindet. Und ja, natürlich, der Beruf als Orchestermusiker verlangt doch manchmal einiges ab und es, ich sage jetzt mal, es wird nicht einfacher, wenn man älter wird, aber das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch weiter ausführlich. Du spielst ja hauptamtlich beim Staatsorchester Mainz, also eher klassisch ausgelegt. Was ist für dich der große Unterschied zwischen klassischem Schlagwerk und dem Jazz- oder Popdrumming? Der Unterschied für mich, für den klassischen Schlagwerk und Pop- und Jazz-Drumming, also ich gehe jetzt mal vom Schlagwerk, also für ein Drumset im Orchester aus und jetzt nicht für den anderen Sachen wie kleinen Trommel oder Tambourin und so weiter. Ja, für mich natürlich ein großer Unterschied jetzt auch bei den klassischen Drumset-Spielen, sage ich jetzt mal, im Orchester ist ja der, wir sind, wenn wir eine große Besetzung haben, sagen wir mal auf der Bühne, Schlagzeug hinten, das restliche Orchester sitzt vor einem. Dirigent ist, wenn es eine größere Besetzung ist, 20, 25 Meter entfernt. Ja. Nun ist es ja so, dass wir, wenn wir zum Beispiel symphonische Tänze von West Side Story spielen, von Bernstein, dass ja, es natürlich nicht das einzige Stück ist, das man im Konzertprogramm spielt, sondern auch andere, auch eher klassische oder romantische Stücke von Mahler oder Haydn, die zusätzlich in dem Programm dabei sind. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir West Side Story spielen, keinerlei Kontrollboxen hinten oder in ihr sowas wird bei so Orchestern eigentlich selten benutzt. Schon gar nicht, wenn es nur für ein Stück ist, sage ich jetzt mal. Und da ist das Problem natürlich durch die große Entfernung. Wir müssen immer ein bisschen mit dem Drumset sehr, ich sage jetzt mal, ein 32, 64. Note vorausspielen, damit das vorne richtig ankommt. Weil 20, 25 Meter ist schon für solche Sachen ziemlich viel. Und das andere Problem ist, wenn wir zum Beispiel im Orchester selbst spielen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt das Set Story als Beispiel nehmen, bei dem Mambo, wenn die Streicher ihr Solo haben und das Drumset hinten mitläuft, man hört eigentlich nur sich. Ne? Das heißt, wir müssen uns sehr auf den Dirigenten verlassen, gleichzeitig noch möglichst ein wenig vorausspielen, damit es
vorne richtig ankommt. Man hört praktisch von dem Orchester nichts. Ja, und das ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ein bisschen schwierig. Ja, was jetzt natürlich noch für mich ein Unterschied ist, wenn ich jetzt doch mal auf einen, jetzt nur einen Snare-Drum-Part bei irgendeinem Stück als Beispiel nehmen darf. Wir haben zum Beispiel, ja klar, Bolero kennt jeder, aber ich will jetzt auch mal andere Beispiele nehmen, wenn wir jetzt ganz einfacher Rhythmus, sagen wir mal, Viervierteltakt und pro Takt 16 Sechzehntel spielen mit der kleinen Trommel, aber ganz leise und das vielleicht 80 Takte lang in einem mittelmäßig schweren Tempo oder im mittleren Tempo. Und das ist doch erstens von der Ausdauer sehr anstrengend und dass die Sechzehntel wirklich jede Note genau ist und natürlich irgendwann auch zu wissen, wo man genau ist, ob das jetzt Takt 74 oder 64 ist, dass man da möglichst mitzählt. Manchmal hat man natürlich auch irgendwelche Eckpunkte, dass man sagt, ab Buchstabe B setzt die Oboe ein oder Buchstabe D ist eine Trompete und dann braucht man da nicht für mitzählen, sondern man weiß genau, wenn die Oboe einsetzt, wenn sie denn einsetzt, dass da ein Buchstabe B zum Beispiel ist. Ja, das ist für mich so mit der größte Unterschied und natürlich beim Drumset-Spiel im Orchester, dass du möglichst auch leise spielst, aber trotzdem diesen bestimmten Druck hast, ne? Dass man also wirklich, man kennt es ja, manche Leute können leise spielen, aber es klingt nicht so, wie wenn sie laut spielen. Ja. Und das rauszuarbeiten, finde ich mit die größte Schwierigkeit. Welche Voraussetzungen braucht man als klassischer Schlagzeuger in einem Orchester? Es ist auf jeden Fall heutzutage so, du musst an einer großen Hochschule Musik studiert haben. Und ich meine jetzt nicht irgendwie, was jetzt nicht abwertend klingen soll, sagen wir mal so eine private Hochschule irgendwo für Pop, Drumming oder sonst was. Man, klar, man wählt dann sowieso eine Hochschule zum Beispiel, die bekannt ist in Deutschland oder irgendwo auf der ganzen Welt. Und da geht es nämlich auch ein bisschen drum, an welcher Hochschule du warst. Und ja, das ist so das eine. Das andere ist natürlich großer Durchhaltewillen. Es gibt im Studium und generell, ihr wisst ja beim Üben, man muss einfach den Willen haben, das zu wollen. Man muss es wirklich wollen. Also nicht irgendwie so, ah, ich übe jetzt mal ein bisschen sowas. Klar, das kommt mal vor, ist bei mir auch gewesen und ist jetzt auch immer mehr. Ja. Und ja, man muss sich halt so vorstellen, die Orchesterstellen werden mittlerweile auch bei uns weltweit ausgeschrieben. Das heißt, wir kriegen Bewerbung, sagen wir aus Japan, Korea, Amerika, sonst woher. Und die kommen dann extra, teilweise auf eigene Kosten, um bei diesem einen Termin, bei dem Probespieltermin, dabei zu sein. Das heißt natürlich, man muss sich wirklich sehr gut mit einer bestimmten Liste, die man vorher bekommt, vorbereiten mit den Stücken, die da kommen. Und es ist wirklich eine reine auch Nervensache. Du kommst in den Raum rein, spielst zum Beispiel eine kleine Trommel oder Mallets, Xylophon, Marimba und möglichst das Stück im richtigen Tempo, fehlerlos mit jeder Dynamik. Es ist nicht so, dass du keine Fehler spielen darfst. Das kommt bei jedem vor und du darfst natürlich immer wieder anfangen, wenn mal was daneben geht. Es wird wirklich mit Wasser gekocht, aber perfekt wäre natürlich, wenn das von vorn bis hinten durchläuft. Und ja, und da ist natürlich eine gute Hochschule auch wichtig, dass man solche Art von Probespielen vorher probt, vielleicht mit den Mitstudenten vorspielt oder einfach auch mal öffentlich innerhalb der Hochschule sagt, ja, wir haben heute Abend so eine Art Probespiel, wer möchte, kann zuhören, dass man die Nerven ein bisschen mehr unter Kontrolle hat. Ja. Gut, und was ich jetzt immer gesehen habe, wenn wir Probespiel hatten für Praktikant oder auch für feste Stellen, das Niveau ist unglaublich hoch. Also es ist manchmal natürlich auch dem Geschmack der Jury vorbehalten, wer oder welche Dame
welcher hergenommen wird. Und es ist manchmal sehr, für die Teilnehmer auch sehr nervenaufreibend, dass man manchmal 3 der 4 Runden hat und am Schluss im Stechen, sagen wir dazu, vielleicht nur 2 Leute übrig sind und das liegt da manchmal nur an einem kleinen Fehler, wer genommen wird oder nicht. Das ist halt wirklich manchmal sehr emotional und die Nerven liegen wirklich blank. Das ist der Wahnsinn. Man kann natürlich auch das sowas üben, wenn man zum Beispiel irgendwo Treppen hoch, runter rennt und dann, also 5 Minuten lang oder so, und dann sich hinsetzt und dann einen kleinen Trommel Bolero spielt. Das ist dann ungefähr vielleicht so, wie man sich fühlt, wenn man ein Probespiel macht. Dazu kommen natürlich noch andere Sachen dazu. Herzrasen, Aufregung. Das ist wirklich sehr brutal, sag ich mal heutzutage, ein Probespiel zu gewinnen. Und das ist für jeden, der mitmacht und auch weiterkommt, höchster Respekt. Das ist schon der Wahnsinn heute. Wie sieht so ein Arbeitsalltag eines klassischen Orchestertrommlers aus? Es ist so, wir haben normalerweise Proben morgens um 10 Uhr bis um 12:30, dann ist Pause und abends um 7 bis um 21:30. Es gibt verschiedene Arten von Proben, da gibt es auch die sogenannten BOs, das heißt Bühnenorchesterprobe. Das heißt, es ist dann, wir sind im Graben, im Orchestergraben und auf der Bühne oben ist dann Action mit Sängern, Schauspielern und so weiter. Und die dauern dann meistens pro Probe 3 Stunden. Oder man hat morgens eine Probe und abends ist eine Vorstellung. Das heißt, Vorstellung, ich sage jetzt mal Auftritt oder eine Opernvorstellung oder Musical, je nachdem. Ja, gut. Zur Probe selbst. Es kommt darauf an, wenn wir zum Beispiel eine Orchesterprobe für ein Konzert haben, dass wir während der Probenwoche haben. Das heißt, es ist meistens so, wir haben die erste Probe dienstags, morgens um 10, das Konzert ist bereits Freitag und Samstag. Das heißt, wir haben manchmal Stücke, die wir noch nie vorher gespielt haben. Die werden einfach, ja, das Level ist ja vorausgesetzt, Dienstag das erste Mal gespielt, Freitag ist dann gleich Konzertreife, sage ich mal. Ja, das dazu. Es ist so, je nachdem, welcher Schlagzeuger oder Pauker bei uns eingeteilt ist, für zum Beispiel 1 oder 2 Tamburinen, kleine Trommel, oder jemand spielt Mallets, Pauke, Solo-Pauke spielt sowieso nur in Anführungsstrichen Pauke, stellvertretend wird Pauke gemacht ab und zu mal, oder wenn 2 Pauker besetzt sind, zweite Pauke mit, und der Rest halt auch ansonsten an Schlagzeug. Da. Es wird, wie gesagt, vorher eingeteilt, wer was gerne spielen würde. Es ist bei uns jedenfalls meistens nicht so, oh, du musst jetzt das und das machen, sondern halt je nachdem, würdest du das gern machen, sowas. Und je nachdem, wie schwer die Sache ist, kriegt man die Noten schon länger Zeit vorher, dass man sich das angucken kann. Und weil es sollte möglichst, ich sage jetzt mal, es sollte zur ersten Proben wirklich alles stehen, also alles, die ganzen Stücke, die man bekommen hat, die müssen dann eigentlich bei der ersten Probe laufen. Ja, wie gesagt, in einer anderen Situation, es passieren immer mal Fehler, kein Problem. Das ist meistens, ich sage jetzt mal, nur Zufall. Gut, das ist so der Tag. Und natürlich, wenn abends, sagen wir mal, eine Vorstellung ist, manchmal ist auch dann vormittags frei, dann, wenn es zum Beispiel ein Musical ist, ich gucke mir dann immer vorher da, ob das Drumset da steht. Das heißt, wir haben ja auch, was natürlich, ich weiß, ein Luxus ist Orchesterwarte. Das heißt, die sind extra dafür angestellt, dass sie für die Orchesterleute Stühle hinstellen. Für uns Schlagzeug, das Schlagzeug, was gebraucht wird, die kriegen vorher eine Liste. Und ja, das müssen wir uns natürlich immer mal für uns eingerichtet selbst hinstellen. Dann zum Beispiel ein Drumset, das ist klar, die können nicht wissen, wie jeder das gerne hätte, wie das Drumset aufgebaut ist und so weiter. Deswegen sind wir doch meistens eine Stunde oder so früher da. Und die Becken und so, die machen wir sowieso selbst am Set und so weiter. Gut, das ist so im gröbsten Mal. Das war so pro Tag oder je nachdem, wann Dienst ist. Dienst heißt bei uns Probe. Ich persönlich mag Probe irgendwie lieber. Dienst hört sich so nach Arbeit an, sage ich mal. Obwohl, wie ihr wisst, Musik auch sehr große Arbeit sein kann. Wie bekommst du das Hin- und Herspringen zwischen beiden Welten so hin? Weil man spielt ja doch sehr, sehr anders.
Das ist für mich eigentlich nicht so ein Unterschied. Das heißt, es ist für mich natürlich leichter. Ich habe natürlich mit der ganzen Sache mit dem Drumset angefangen, bevor ich zur Klassik gewechselt bin. Und das ist heute leider gar nicht mehr so. Habe ich jedenfalls bei den heutigen Studenten nicht so den Eindruck, dass die erst vom Drumset kommen und dann in die Klassik gehen. Gut, aber das nur so nebenher. Gut, da ich halt wirklich früher viel mit Bands gespielt habe, ist es für mich kein Problem, da rum zu switchen. Und weil ich ja, ich habe viel Big Band, Tanzmusik, Pop, Jazz gespielt und habe halt auch viel die Sachen angehört. Ne? Und ich habe eigentlich nur, bevor ich Musik studiert habe, diese Art von Musik gemacht. Und da hat mich das jetzt gar nicht irgendwie berührt, dass ich da jetzt irgendwie durcheinander komme oder sowas. Nein, eher so mit dem klassischen Bereich, dass ich das eher lernen musste. Da es ja doch da spezielle Eigenheiten gibt. Wie kann ich mich darauf vorbereiten, als klassischer Schlagzeuger zu bestehen? Gibt es bestimmte Orchesterstücke, die man als klassischer Schlagzeuger drauf haben sollte oder womit man sich besonders befassen sollte? Ja, es gibt natürlich, wenn man jetzt das klassische Schlagwerk ansieht, bestimmte, ich sage jetzt mal Standards, die man drauf haben muss, um in einem Orchester eine Stelle zu bekommen oder halt da überhaupt erstmal eingeladen zu werden und ein Probespiel zu machen. Zum Beispiel kennt jeder oder halt die, die in der Szene drin sind, ein Xylophon, Porgy & Bess oder Feuervogel und so Sachen. Und gibt es Stücke für Marimba und kleine Trommel, die immer wieder gern genommen werden für kleine Trommel. Zum Beispiel Scheherazade ist auch ein ziemlich schwieriges Stück. Und ja, auch für Becken, A2-Becken, das heißt die Gegenschlagbecken, nehmen wir A2-Becken. Und so Sachen. Für Drumset eher weniger. Das wird leider nicht so oft verlangt. Eher bei manchen Schlagzeugstellen, die ausgeschrieben werden. Also ich sage jetzt mal, in ein paar Jahren, wenn ich in Rente gehe, dann wäre es auf jeden Fall ein Thema, da Drumset vorzuspielen. Ne? Und dann, wenn irgendwo Drumset verlangt wird, dann wird es meistens zum Beispiel einfach irgendwas mit Klavier begleitet, irgendwelche verschiedenen Rhythmen, Swing, Bossa und die üblichen Sachen, dass man hört, ob man das mit Feeling spielen kann. Gut. Du hast ja ein Buch über Charlie Antonelli geschrieben. Wie kam es dazu und zu eurer Zusammenarbeit überhaupt? Es ist so, ich habe nicht über Charlie Antonelli ein Buch geschrieben, sondern mit ihm zusammen. Also Buch im Sinne von Notenbuch. Ja, es ist so, ich habe ja bei Ihnen einige Zeit Unterricht gehabt, das ist auch schon wieder eine Weile her. Und es hat ihn immer erstaunt, wenn er was vorgespielt hat oder so, habe ich mir das auf Noten gleich aufgeschrieben. Also das, was man da raushören konnte. Ich meine, es gibt Sachen, die konnten, wenn die ja gespielt hat, die kann man nicht einfach so aufschreiben auf die Schnelle. Gut, und das hat ihn wohl ziemlich beeindruckt. Da hat er mich halt gleich gefragt, so aus dem Blauen aus, ja, willst du denn mit mir eine Schlagzeugschule schreiben? Ich ganz perplex. Natürlich, auf jeden Fall. Und dass das eine Riesenarbeit war, habe ich natürlich erst mal hinten angestellt. Und ja, es lief halt darauf hinaus, dass er halt bestimmte Sachen, die er in dem Buch haben wollte, er im Studium gespielt hat. Ja, und ich habe habe ich erstmal die Noten aufgeschrieben, die er gespielt hat, und dann haben wir das so im Studio aufgenommen, was er so wollte, in der Samba-Session oder seine verschiedene Breaks, die er auf Platten gespielt hat und so weiter. Ja, das kam dazu und ist eine schöne Sache geworden und ich hoffe, es gefällt euch. Du beschäftigst dich ja intensiv mit Snare-Drum-Techniken. Was reizt sich daran? Und gibt es eine Technik, von der du für dich behaupten kannst, die ist es? Wenn ja, warum? Oder auch, warum nicht? Da geht wohl einem irgendwie der Ruf voraus. Also ja, es ist so, dass natürlich mich gerne mit Snare Drum beschäftige. Hab das auch gerne auf der Musikmesse immer mal vorgespielt. Ja, ich bin, wie soll ich das sagen, klar von der Klassik
bin beeinflusst, aber auch vom Jazz. Und ich versuche das beides so zu kombinieren, was man natürlich in der Klassik hat. Da geht es sehr viel um das äußerste Pianissimo-Spielen, habe ich schon in einer anderen Antwort gesagt. Und das ist halt immer wieder sehr schwer und da übe ich heute noch immer dran. Und ja, und vom Jazzbereich natürlich, was ich halt auch von Charlie Antolini und speziell auch von Joe Morello hatte. Er hat natürlich auch einige Stories erzählt. Also Joe Morello hatte auch Unterricht bei Billy Gladstone, Radio City Music Hall. Und der muss ein unfassbar klasse kleiner Trommler gewesen sein. Also Snare-Drummer, ich weiß nicht, ob man heute noch kleinen Trommler sagt. Er hat mir zum Beispiel gesagt, Joe, Billy Gladstone konnte Paradiddle spielen in einem Affenzahn. Es hat geklungen wie ein Wirbel im Pianissimo, ohne dass irgendwie ein Schlag rausgehauen hat. Ne? Und ganz cool und locker. Und daher kam wohl auch die Billy Gladstone-Technik, die, wo ich ehrlich sagen muss, dass sie irgendwie nicht, wie soll ich das sagen, irgendwie nicht, keiner so richtig weiß, was es eigentlich ist. Klar, es heißt immer, ja, Fingertechnik, klar. Aber es ist nicht alles. Was mir auch Joe gesagt hat, es ist natürlich auch der Rebound Control von den einzelnen Schlägen. Wenn du zum Beispiel im Pianissimo mit einer Hand 5/16 oder 4/16 mit einer Hand spielst, dann machst du eine Bewegung und lässt die einfach springen. Ja. Und aber ich glaube, das müsste man mal direkt in einem Video-Workshop machen. Vielleicht hat man ja mal die Gelegenheit. Und auch so ganz schnelle Flam-Taps, die kann man mit dieser Technik, ich sage jetzt mal, 3- oder 4-fach so schnell spielen, wie man sie jetzt gespielt, wie man sie im Moment spielt. Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, und natürlich die Stories über Buddy Rich, die angeblich nie geübt hätte, aber das hatte Joe mir gesagt, es wäre Humbug. Die beiden haben manchmal zusammen geübt, wenn Joe mit seiner Band irgendwo war und Buddy ging sie mit Practice Pads zusammen in ihre Zimmer und haben da zusammen geübt. Und übrigens ist auch die Triolen Rudiments, die am Anfang von Joes Buch sind, Master Studies, mit dem rechts, links, rechts, links, links, links und so weiter. Das ist eine Figur von Buddy Rich, hat er Buddy gefragt und gesagt, und Buddy hätte nur geantwortet, okay, you can use that shit. Hat er mir so gesagt. Gut, aber ich muss jetzt wieder viel zu lange. Ich denke, das muss jeder für sich entscheiden. Für mich ist es alles Mögliche. Ein bisschen Moller bin ich nicht so ganz so ein Freund, aber es ist bei mir mehr so wirklich, ja, rudimental auch, kann man natürlich mit Moller manche Sachen gut spielen, aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie so nur auf das spezialisiert bin oder, wie gesagt, und natürlich klassischen Snare-Drum-Wirbel, wo viele den Fehler machen, dass sie im Pianissimo einfach zu schnelle Handbewegungen machen. Je leiser du den klassischen Wirbel spielst, umso langsamer deine Handbewegung, damit er auch nicht zu ratter, ratter, ratter klingt, ne? Sozusagen. Mensch, Gerald, ich danke dir für deine Zeit und deine ausführlichen Antworten, indem du hoffentlich ein wenig Licht in den Arbeitsalltag eines klassischen Orchestertrommlers gegeben hast. Vielen lieben Dank dafür. Ich möchte euch beiden herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, man sieht sich, hört sich mal wieder. Bis bald und tschüss an die Zuhörer. Vielen Dank, Dirk, dass du die Zeit genommen hast, dem Gerald ein paar, wie ich finde, mega hammermäßige Fragen zu stellen. Das fand ich, also war genau wieder meine Interessenslage. Genau das wollte ich eigentlich von dem Gerald auch hören, was er uns dort oder was er gefragt wurde und uns geantwortet hat. Wer nicht genug vom Gerald bekommen kann, auch der Gerald hatte ein Interview in der Drums and Percussion und zwar in 2005 zusammen mit dem Wolfgang Roggenkamp. Die haben also ein Duo-Interview gegeben. Und das Interview nennt sich einfach Drum Talk. Und wie gesagt, könnt ihr im Archiv der Drums Percussion auf sticks.de euch downloaden und nachlesen. Also liebe Grüße nach Mainz. Bis demnächst, Gerald. Gerald, bis demnächst hoffentlich. Tschüss. Timo, für den heutigen Gear Talk oder Gear Check bist du zuständig und du hast was
Tolles aus dem Hause Istanbul und darüber erzähl uns doch mal einmal ein bisschen. Und ganz wichtig auch für euch wieder, das Ganze gibt es auch zum Nachsehen auf Timos YouTube-Kanal. Und auch nochmal die Bitte an euch, lasst uns beiden doch ein Like da oder ein Abo, damit einfach die Reichweite ein bisschen größer wird und wir so ein bisschen mehr Möglichkeiten kriegen, auch die Produkte für euch noch intensiver zu testen, damit wir vielleicht einfach ein bisschen mehr in diesem riesigen digitalen Netz uns verbreiten können. Also jetzt bin ich gespannt. Timo, was gibt es von Istanbul? Ich habe von der türkischen Beckenschmiede Istanbul Mehmet 4 Becken aus der handgemalten X-Ray Silence Serie zugeschickt bekommen. Ein 20 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Ride, ein paar 14 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Hi-Hats, ein 16 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Crash und ein 10 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Splash. Alle Cymbals haben eine Medium-Stärke mit einem Regular Finish, sie sind aus hochwertiger B20-Bronze hergestellt und werden in der Türkei gefertigt. Bedingt durch die Vielzahl von ca. 2 mm kleinen Löchern sind die X-Ray Silence Cymbals deutlich leiser als herkömmliche Becken. Istanbul Mehmet verspricht für alle Becken aus der X-Ray Silence Serie eine Lautstärke-Reduktion gegenüber regulären Cymbals von bis zu 80%. Und das ist schon ein ordentlicher Batzen. Die X-Ray Silence Cymbals sind so konstruiert, dass sie trotz der vielen Löcher ein authentisches Spielgefühl vermitteln sollen. Dafür sorgen der breite Rand an der Glocke und am äußeren Rand der Becken, welche frei von Löchern gehalten wurde, um einen authentischen Anschlag und ein authentisches Spielgefühl wie bei ihren ungebohrten Pendants zu gewährleisten. Lass uns die Becken mal einzeln anhören. Beginnen wir mit dem 14 Zoll Paar Istanbul Mehmet X-Ray Silence Hi-Hats. Das 16 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Crash Cymbal. Das 20 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Ride. Was ich sehr süß finde, ist das 10 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Splash, eine witzige Idee, um das leise Becken-Setup zu erweitern. Man merkt schon deutlich, dass die Becken der X-Ray Silence Serie um einiges leiser sind als ihre normalen Kollegen. Sie reagieren schnell, wenn man sie anschlägt und sie haben trotz der reduzierten Lautstärke eine angenehme dynamische Bandbreite und gerade das Ride und die Hi-Hat haben einen definierten Anschlag. Das Spielgefühl unterscheidet sich nicht merklich von dem auf ungebohrten Becken. Die Verarbeitung des Cymbals lässt, wie man es von Istanbul Mehmet gewohnt ist, keine Wünsche offen. Natürlich klingen die Becken etwas anders als Becken ohne Löcher. Man kann den Sound vielleicht prinzipiell als etwas metallischer umschreiben. Wer ein solches Becken jedoch dann sein eigen nennt, der könnte auch darüber nachdenken, das Becken als Effekt in sein reguläres Setup zu übernehmen. Bleibt mir jetzt nur noch die Preise zu nennen. Das 20 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Ride hat einen Listenpreis von 509 Euro. Das 16 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Crash liegt bei 345 Euro. Die 14 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Hi-Hats kosten Liste 555 Euro. Und das 10 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Splash 195 Euro. Wenn man die Preise hört, dann sollte man drei Dinge im Kopf haben. Erstens, es handelt sich um Listenpreise. Beim Händler eures Vertrauens wird es etwas günstiger ausfallen. Zweitens, es sind B20-Bronzebecken, also sehr hochwertige Becken. Und drittens, sie sind handgehämmert und tragen sogar die Signatur von Istanbul Mastermind
Mehmet Tamgeder, was auch beweist, dass Istanbul Mehmet mit der X-Ray Science Serie nicht einen Schnellschuss machen wollte, um den Markt zu fluten, sondern dass man in diese Serie genauso viel Herzblut hineinsteckt wie in jede andere Istanbul Mehmet Serie eben auch. Solltet ihr also auf der Suche nach leisen Alternativen für eure normalen Becken sein, ein Auschecken lohnt sich auf alle Fälle. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Herzliche Grüße aus der Music Store Drum-Abteilung. Neben den klassischen Schlag- und Percussion-Instrumenten erweitern wir stetig unser Sortiment. Gerade unsere Fame Handpans und Tong Drums erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Christian Krebs, unser Mr. Handpan, checkt jede einzelne Fame Handpan, bevor sie verschickt wird, sodass ihr auf jeden Fall ein Top-Instrument erhalten werdet. Kommt zu uns in den Laden oder checkt es aus auf musicstore.de. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns immer darüber, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@drumsandpercussion.de und uns Feedback schickt, Fragen oder was euch am Herzen liegt. Und der Robert Mark, der ja schon des Öfteren hier im Podcast vorkam, also liebe Grüße Robert, freue mich immer wieder von dir zu hören. Ich habe gerade gewunken, obwohl ihr mich nicht sehen könnt. Gerne, das mache ich eigentlich immer. Genau, ihr Lieben müsst echt wissen, wir beide, auch wenn wir uns verabschieden, wir winken, wie blöd man eigentlich ist. Das heißt, wenn wir so sagen, tschüss, dann nehmen wir beide und denken, na, boah, was sind wir doof, es sieht doch keine Sau. Also von da, das ist immer schon echt sehr interessant. Ja, sehr geil. Ich winke einfach lustig weiter. Genau. Also liebe Grüße an den Robert. Und der hat uns eine Anfrage gestellt oder eine kleine E-Mail geschrieben, die möchte ich euch gerne vorlesen. Hey Timo, hey Dirk. Ihr habt euch gefragt in Episode 43 des Podcasts, ob es doppelseitige CDs gibt und ich bin mir gar nicht sicher, ob es das nicht gibt. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen, habe jetzt aber auf der Schnelle nichts gefunden. Vielleicht nicht für den Hausgebrauch zum selber beschreiben, aber ich meine, es gab mal sowas zur Hochzeit der CD. Kleine Anmerkung der Redaktion in dem Falle, sollten wir doch noch mal recherchieren. Das ist echt auch eine interessante Geschichte. Der Robert schreibt weiter. Ich finde, es muss jetzt nicht ständig ein Cajon im Check sein, aber ihr könntet mal was darüber erzählen, wo man ein Cajon abseits seines Ursprungs, dem Flamenco, sinnvoll einsetzt. Also in welchen Settings und Lautstärkeumgebungen. Mir fehlt beim Cajon immer schon bei zwei Akustikgitarren der Drive bzw. Feedback für mich als Spieler. Ich habe dann schnell das Gefühl, mich nicht zu hören und spiele zu laut, was sich nachteilig auf den Sound auswirkt. Oft ist das Cajon ja nur ein Bassdrum-Ersatz, wenn es nach Unplugged aussehen soll. Liebe Grüße, Robert. Ja, Lautstärke ist ja dann sowieso ein allgemeines Problem. Da könnten wir auch schon 10 Podcast-Folgen drüber machen. Ich sag mal ganz kurz, wie ich eine Cajon einsetze. Ja. Nämlich überhaupt nicht als Cajon-Spieler. Ich nutze wirklich die Cajon in der Regel als ein Bassdrum-Ersatz mit einem Cajon-Pedal. Da hatten wir auch schon mal was im Test gehabt. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Und habe dann eine Snare-Drum dabei, die ich in der Regel mit Besen dann spiele oder mit Hot Rods. Und meistens auch noch eine Hi-Hat und ein Ride-Becken. Das ist eigentlich so mein Cajon-Setup. Ich habe auch schon natürlich Cajons mit den Händen gespielt. Das war für mich aber immer unbefriedigend. Erstens kann ich sowieso nicht besonders gut Hand-Percussion spielen. Also ich kriege keinen Conga-Slap raus oder sonst irgendwas. Mir haben nach 15 Minuten die Hände saumäßig wehgetan, wenn ich auf der Cajon rumgehauen habe. Alter, du sollst dich nicht verprügeln. Nee, ich bin einfach so zart beseitet. Und drittens hat mir irgendwann der Rücken wehgetan, wenn man auf dieser Cajon so ein bisschen, die soll man ja in der Regel, so habe ich es mal gehört, vorne ja leicht anhehlen, damit die mit der Resonanzkörper noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Und da habe ich irgendwann für mich entschieden, nee, Cajon mit den Händen ist nicht so meins. Ich mache es halt irgendwie dann doch ein bisschen anders. Habe aber den größten Respekt davor, wenn Leute Cajon spielen können, wie junge Götter oder Götterinnen. Muss man das jetzt, glaube ich, so sagen. Also das ist auch eine Kunst für sich. Und klar, im Flamenco, da ist der Ursprung. Aber es gibt so tolle Cajon-Spieler und Spielerinnen heutzutage. Da schlackere ich nur mit den Ohren. Also mein Cajon-Setup habe ich gerade beschrieben. Ich bin kein guter Handball-Spieler, deswegen habe ich den Weg gewählt. Wie sieht's bei dir aus, Dirk? Was machst du so?
Also vielleicht noch ganz kurz, weil der fragt ja auch, wo man das einsetzt. Ich nutze das meistens, wenn ich mit einem Pianisten alleine spiele, also kein echter Bass dabei ist. Oder wirklich, wenn es so ein Dinner-Setting ist, wo man ganz, ganz reduziert spielen soll, ja, und es wirklich nur so im Hintergrund läuft. Das ist so mein Setting für ein Cajon-Setup. Wie sieht es bei dir aus, Dirk? Ja, also mein Cajon-Setting ist eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, ich spiele die Cajon tatsächlich in den gleichen Begebenheiten wie du, wenn es leise sein muss tatsächlich auch, oder wenn es einfach nur mit Piano, Gesang ist, wenn es einfach ein bisschen mehr Drive bei der ganzen Sache sein soll. Und ich finde, man kann mit einer Cajon schon richtig Drive auch machen. Und zwar, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Cajon-Spieler, habe mir jetzt auch keine Lehrbücher damit. Ich mache das halt wirklich so, wie ich meine. Sage ich ganz ehrlich dazu. Ne? Und ich finde, bei einer Cajon kriegt man halt wirklich sehr gut die klassischen Schlagzeugtöne wie Bass, Hi-Hat und Snare-Drum unheimlich gut hin, dass es so klingt. Und es macht einfach in so einem Trio-Setting, sage ich mal, einfach das Ganze, den ganzen Sound voller, finde ich persönlich. Also ich stelle mir auch jetzt nicht noch, wie viele machen zum Beispiel noch eine Hi-Hat dahin oder sowas. Das mache ich eigentlich. Ich versuche einen Shaker dabei zu nehmen, manchmal noch in der Hand. Und dann merke ich dann manchmal, huch, dass ich über meine eigene Unabhängigkeit gerade stolper, weil ich dachte, so einfach ist das gar nicht, den Groove da durchlaufen zu lassen und mit dem, und dass man auf einmal mit dem Shaker nicht anfängt zu eiern, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich mache das ja aus euch jetzt nicht jeden Tag. Also wie gesagt, da brauchst du doch mal so, sage ich auch ganz ehrlich, so einen kleinen Anlauf, und ich habe wirklich Respekt vor allen tollen Cajon-Spielern, gerade die das im Flamenco machen, weil das ist eine ganz, ganz wichtige, ist eine ganz andere Baustelle. Ich benutze es wirklich, ganz ehrlich, als Mini-Drum-Set-Ersatz, um einfach einem Trio-Setting oder einem Akustik-Setting einfach eine schönere, ruhigere Note zu geben. So sage ich das mal. Und dafür finde ich, ist eine Cajon einfach perfekt. Also es ist für mich jetzt kein reiner Schlagzeugersatz, aber es ist in diesem Setting einfach eine andere Möglichkeit, auch einen anderen Sound anzubieten. Sondern zum Beispiel, wenn man, wie du auch sagtest, zum Beispiel bei Dinnermusik, man soll eher Dinnermusik machen, und daher geht es dann über in die Partymusik, einfach um auch ganz klar ein akustisch eine Abgrenzung zu haben. Jetzt kommt gleich das Popset mit richtigen Drumset, und jetzt ist es einfach ruhiger. Und das, finde ich, vermittelt eine Cajon sehr, sehr schön, dass es nicht so aufdringlich ist. Und wie gesagt, das sind die Möglichkeiten, wie ich eine Cajon einsetze. Ja, die Cajon bettet sich schön in so einen ruhigeren Gesamtkontext, genau, ein. Genau, ne? Richtig. Weil der Sound ist irgendwie, der ist schon alles, ist alles da, aber irgendwie ein bisschen subtiler, zurückhaltend. Genau, ist alles subtiler, genau, einfach ruhiger und nicht so aufdringlich. Ja, und ich genau wie du, Dirk, also ich, wie gesagt, ich spiele eh kaum noch mit den Händen die Cajon, weil ich habe auch nur wie ein Schlagzeuger halt Cajon gespielt, also Bass und Snare irgendwie versucht zu machen und dann auch mit Shaker rumhantiert teilweise. Und Dirk hat gesagt, probiert das mal da draußen bitte aus, einfach mal so ein 16. Shaker-Dings durchlaufen zu lassen, da macht einfach nur Bum-Chuck, Bum-Bum-Chuck, und ihr werdet merken, ja, das ist doch schon irgendwie seltsam. Ja. Ne? Da muss man sich mal kurz konzentrieren doch. Oder auch länger. Und vor allem dann auch nach 2 Minuten Shaker fällt mir der Arm runter. Genau. Da fragt ja auch noch, oder er schreibt ja auch noch mit der Lautstärke. Und da sind wir an einem Punkt, finde ich, wie gesagt, da können wir Stunden drüber sprechen, aber ganz kurz nur, wenn du das Gefühl hast, dich nicht zu hören, ist wahrscheinlich die Band zu laut. Richtig. So, Punkt 1. Punkt 2, dann natürlich spielt man als Schlagzeuger, Schlagzeugerin dann lauter, und auch das natürlich wirkt sich, da hast du auch komplett recht, Robert, negativ auf den Sound aus, weil jedes Instrument hat ja auch so einen Punkt, wo es natürlich noch lauter geht, aber wo es einfach nicht mehr klingt. Das gilt nicht nur für die Cajon, das gilt auch für das Schlagzeug. Auch das Schlagzeug hat irgendwo einen Punkt, wo es natürlich noch laut ist, aber dann ist es einfach nur noch laut. Und der Ton des Drumkits wird oder der Trommel wird gar nicht mehr rüber transportiert. Ja. Das heißt, ihr solltet euch überlegen, wenn ihr in so einem Setting spielt, ob ihr nicht allgemein zu laut spielt. Also vor allem dann, ich weiß gar nicht, was du sonst für Instrumente dabei hast, das hast du leider nicht geschrieben. Ich denke mal, es sind dann Gitarren, die einfach ihre Verstärker so weit aufdrehen, dass es zu laut für die Cajon ist. Und dann würde nur noch helfen, dass man die Cajon auch abnimmt mit einem Mikrofon und du dir einen ordentlichen Monitor-Sound machst, was aber, ich denke, nicht in dem Sinne des Erfinders in diesem Setting ist.
Wobei ich nicht sagen will, dass man eine Crowd nicht abnehmen sollte, aber dann sollte auch die Bühnenlautstärke entsprechend sein. Dementsprechend sein, genau. Genau, so ist es. Guck mal, es klang heute mal halbwegs kompetent von uns. Ja, fand ich. Ich finde, wir machen uns. Ich hoffe, wir haben dir ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, wie wir das, ganz wichtig, es ist unsere Meinung, die wir dir geben. Die muss keiner teilen, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist unsere eigene Philosophie, die wir da reinbringen und unsere Gedankengänge. Und wir hoffen, dir ein bisschen dabei geholfen zu haben. Timo. Und wenn ihr noch andere Tipps habt, schreibt uns doch gerne in die Facebook-Gruppe. Da gibt es die Facebook-Gruppe Schlagabtausch. Dort könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr eine Cajon verwendet und ob ihr vielleicht noch Tipps und Tricks habt, wie man das anwenden kann und welches Instrumentarium ihr verwendet. Das interessiert uns doch. Also immer reinhauen in die Tasten. Yes. Wie üblich am Ende unserer Episode gibt's noch die Chefkoch-Empfehlungen. Und ich glaube, das letzte Mal habe ich angefangen. Dirk, hast du eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer dieses Mal parat? Ja, ich habe diesmal eine Webseite. Und zwar, ich musste in letzter Zeit viele Aushilfsgigs machen. Und von einigen Sachen, klar, die Stücke kennt man, aber jetzt alles rauszuschreiben, hatte ich auch echt keine Zeit. Und ich bin auf eine Seite gestoßen, die ich euch einfach mal, auch für den Unterricht ist die ganz, ganz toll, weil die Charts sind recht einfach gehalten. Also derjenige, der das da gemacht hat, der hat sich gar nicht die Mühe gemacht, alles ganz original, ob das Tom 1, Tom 3 ist oder ob da jetzt jede Ghost noch mit drin ist. Also was mir eigentlich auch wichtig ist, eigentlich, ich will den Ablauf wissen. Wo ist ein Stopp, wo ist ein Kick vielleicht, den ich mitnehmen muss? Das ist eigentlich das, was ich von einem Chart wissen will. Und da ist die Seite thedrumninja.com und der hat ganz, ganz viele tolle Transkriptionen. Und wenn ihr mal was sucht für den Unterricht, für euch selber zum Nachspielen, einfach mal gucken, wie die Noten sind. Ich finde, der hat das ganz toll gemacht. Wie gesagt, er erhebt auch selber gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern einfach, er hat Charts an die Hand gegeben, was mir einfach hilft in so einer Situation, weil es wird nicht geprobt, dass ich ungefähr einen Fahrplan habe und ungefähr weiß, wo ja irgendwelche Sachen im Stück ablaufen, damit ich weiß, was da passiert. Also die Seite kann ich euch ans Herz nur empfehlen, thedrumninja.com, wird aber auch nochmal in den Shownotes geteilt. Und das ist meine Empfehlung der Woche, weil die hat mir echt ein bisschen den Popo manchmal gerettet. Mir auch schon. Guck mal. Ich habe die Seite auch schon benutzt. Ich kenne die Seite auch schon Ewigkeiten. Ja. Und das Gute ist, Leute, er stellt das kostenfrei zur Verfügung als PDF. Und es ist echt gut aufgeschrieben. Also Top-Empfehlung vom Dirk. Gibt's einfache Stücke, schwere Stücke, also auch für jedes Niveau das dabei. Und wer so im Top-40-Bereich unterwegs ist, der wird da bestimmt auch hier und da fündig. Mega Empfehlung, Dirk. Danke dafür. So, was hast du denn jetzt, Timo? Ich habe ein Buch vom Meister himself. Ich hoffe, ihr da draußen kennt das eh schon alle. Und das ist Gediments von Steve Gadd. Ja. Steve Gadd, ja. Braucht man nichts zu sagen. Ich sage trotzdem ganz kurz, wer ihn nicht kennt, ihr müsst ihn auschecken. Denn Steve Gadd ist einer der einflussreichsten Schlagzeuger der neuen Generation, der ganz, ganz viele unserer jetzigen Vorbilder beeinflusst hat durch sein Spiel. Also Steve Gadd muss man kennen, wenn man Schlagzeuger oder Schlagzeugerin ist. Und er hat ein Buch rausgebracht 2021, das nennt sich Gediments. Und das sind relativ entspannte 40 Seiten, die da aber gar nicht entspannt daherkommen. Denn das ist auch so ein bisschen vom Niveau her, dann steigert sich das von Seite zu Seite. Und jede Übung basiert auf einem klassischen oder moderneren Rudiment. Und diese werden dann verschoben, indem sie auf verschiedenen Unterteilungen des Beats beginnen. Also eigentlich auch ein cooles Konzept, was auch nicht neu ist, aber was jetzt mal da nochmal zu Papier gebracht wurde. Und so entstehen eben neue Rhythmen, ohne dass das Sticking verändert wird. Also easy Konzept, was wir eigentlich viel zu wenig machen, ja, finde ich. Und es ist alles schon in den Händen drin. Man muss nur das im Gehirn umdenken. Und das hat Gadd irgendwie mal zu Anlass genommen. Die Pandemie war da ein bisschen ausschlaggebend. Und was richtig geil ist, es gibt komplett Online-Versionen dazu, also Videos, wo Steve Gadd die Übung selbst spielt. Ja. Das heißt, er hat sich wirklich die Zeit genommen, das selbst dann einzutrommeln. Das finde ich mega, dass man auch so hört, wie er es spielt, sein Feel, den Sound. Sein Feeling, er hat schon den typischen Steve Gadd Sound, sein typisches Gadd Feel, ja. Echt mega.
Ist natürlich auf englischer Sprache nur erhältlich, aber da es Übungen sind, ist es überhaupt nicht schlimm. Er sagt auch kein Wort, er spielt es ja nur. Das heißt, englische Sprache hin oder her spielt eigentlich gar keine Rolle. Wer ein bisschen Noten lesen kann, der wird da fündig. Und den Link zu dem Buch findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und ich selbst bin da auch gerade dran, ich glaube auf Seite 5. Ich habe das Buch, aber das war's dann. Ja, so geht's mir also eigentlich normalerweise mit dem Buch. Nein, das ist doch ein bisschen das Doofe. Ich habe es als Digital Download, so sagt man es ja heute. Und eigentlich bin ich eher so ein Papiertyp. Eigentlich hätte ich es als, nur ich dachte, ich wollte, also ja, ich glaube, als Buch hätte ich es mir schon mehr angeguckt als auf dem Computer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kaufe die Bücher wirklich als Papier. Die ich als digital. Ich habe ein Buch als Digital Download und habe da nie reingeguckt. Nee, ich habe mehrere und habe auch ich kaum reingeguckt. Reingucken allein nutzt auch nichts, liebe Leute. Ich muss die Sticks in die Hand nehmen für ein paar Minuten bis ein paar Monate. Ja. So, das geile Empfehlung. Meine Empfehlung. Cool. Und so kommen wir ans Ende. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast@drumsandpercussion.de. Und wie immer findet ihr uns natürlich oder üblicherweise auf allen Social Media Kanälen, Instagram, Facebook und auf unseren YouTube Kanälen. Also schaut unbedingt mal bei uns vorbei. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut da draußen. Habt noch einen guten Spätsommer. Und das letzte Wort hat heute der Dirk. Ja, ihr Lieben, der Timo hat eigentlich alles schon gesagt. Ich möchte eins noch hinzufügen, und zwar betrifft das gerade die kleineren Konzerte. Ihr Lieben, geht auf Konzerte. Die großen Konzerte sind natürlich von Rammstein über Helene Fischer, die sind natürlich zu Tausenden ausverkauft. Aber gerade so die kleinen Konzerte, das mag auch jetzt an einem Überangebot liegen. Also ich habe das echt mal gesehen, dass tolle Bands wirklich dann, wo sonst so 150, 200 Leute gekommen sind, man hat dann so 50, 60 zahlende Gäste. Das ist natürlich als Berufsmusiker eine ganz, ganz harte Nummer. Aber wir halten die Fahne hoch und deshalb an euch einfach, supportet Live-Musik, wo es nur geht. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Episode bald und verbleibe mit ganz, ganz lieben Grüßen, oder wir besser gesagt verbleiben mit ganz, ganz lieben Grüßen. Euer Dirk und euer Timo. Macht's gut. Tschüss. Passt auf euch auf. Und ich winke tatsächlich wieder. Ich hab nicht gewunken. Ja, du fällst mir in den Rücken. Tschüss. Heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.